Das Stadtderby steht mal wieder an. Der Hamburger SV empfängt im heimischen Volksparkstadion den FC St. Pauli. Im Hinspiel konnten sich die Gäste mit 2:0 durchsetzen. Das war ein ausgeglichenes Spiel mit Tendenzen auf Seiten des HSVs. Aber am Ende konnten sie die Treffer nicht machen. Das sollte für die Rautenelf jetzt besser laufen und sie starteten hier deutlich besser rein. Der FC St. Pauli, wie schon im Vorjahr hier im Volkspark, auf die Defensive konzentriert. Hier gab es aber früh die erste Chance, 3 Minuten, Luis Schaub mit dem Kopfball. Himmelmann aber hat keine Probleme, den Ball aufzufangen. Dennoch war das Spiel klar zugunsten der Hamburger aus Stellingen gelaufen. Der FC St. Pauli auch hinten nicht komplett sattelfest. Leibold mit der Flanke und schon wieder Luis Schaub mit dem Kopf. Da waren 18 Minuten gespielt. Der Winterneuzugang hatte hier deutlich die besten Möglichkeiten. Hier scheitert er an der Querlatte. Strahlte richtig was Positives aus. Einzig und allein der Treffer fehlte nicht. Wieder der HSV. Da ist Sander fürs Erste dazwischen. Bubala klärt es per Kopf. Weiterhin bleibt die Hacking-Elf aber vorne dran. Jatta, Kittel mit der Flanke und Hinterseher mit einer sehenswerten Direktabnahme. 39. Spielminute. Der Ball geht aber dann knapp vorbei. Setzt sich hier gegen Östigard durch, der aber noch stören kann. Dadurch weniger Gefahr. Mehr passierte da nicht im ersten Durchgang. 0:0 stand es. Für den FC St. Pauli war das auf jeden Fall ein positives Zeichen, wenngleich man gegen den Abstieg eigentlich Punkte sammeln müsste hier. Doch mit diesem einen würden sie sich vermutlich schon zufrieden geben. Der HSV will den Dreier auf alle Fälle, um oben mit Bielefeld und Stuttgart mithalten zu können. Himmelmann, gegen diese Flanke kann er erstmal vorgehen. Jung setzt aber gut nach. Hand zu Sonny Kittel und jetzt war der Treffer da. 53. Spielminute, das 1:0 für den HSV. Das war schon lange überfällig. Schöner, wuchtiger Schuss für Himmelmann, ist nur noch hinterherschauen angesagt. Die Führung also für die Gastgeber und sie legten gleich noch einen weiteren Zahn zu. Hand machte in der Zentrale eine gute Partie, vertrat ja Adrian Fein. Duziak auch vertreten von Jung. Die beiden machten eine gute Partie. 58. Minute, fast der Doppelschlag, 2:0. Das lag hier eher in der Luft als der Ausgleichstreffer. Hinterseher scheitert an Himmelmann. Mittlerweile Christoph Moritz in die Partie gekommen für Gideon Jung. Hand Moritz im Zusammenspiel. Hinterseher steckt zu Christoph Moritz und Himmelmann kommt zwar noch mit dem Fuß ran, aber verhindert nicht den Einschlag. 2:0 für den HSV. Das roch jetzt ganz stark nach Derby-Heimsieg und Revanche für das 2:0 im Hinspiel. Der FC St. Pauli hatte aber auch zu lange, zu wenig nach vorne gemacht. Jetzt mussten sie aber 2 Tore aufholen. Der Anschluss müsste nun her. Miyaichi mit der Flanke. Olsson mit dem Kopfball in der 87. Minute. Doch das war das Beste, was die Gäste noch zu bieten hatten. Am Ende stand ein 2:0, das hochverdient war. Der HSV in allen Belangen überlegen. Und der FC St. Pauli steckt weiterhin mittendrin, ganz tief im Abstiegskampf.